Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Ostland. Was im letzten Part passierte, wird nun beschrieben. Was bisher geschah. Unsere Helden reisen zu den Orten, die die Atlantische Kuppel ihnen offenbarte, um dort nach den Eiern zu suchen. Nach einem turbulenten Flug landet die Gruppe in einem windigen Tal im Gebirge. Die Suche nach dem Ei kann beginnen, denn wir haben ja schon 3 Eier eingesackt. Und hier in den Bergen folgt nun hoffentlich das 4. Ich habe letzte Partie noch vergeblich nach einer 3. Hinweismütze gesucht, habe sie nicht gefunden. Ist mir jetzt aber auch egal. Gehen wir doch mal in das Tal oder was auch immer. Dieses Dorf hier halt. Ins Innere. So. Und dann mal sehen. Hier wurde übrigens auch von einer Hochzeit gesprochen. Da werden wir wahrscheinlich auch noch teilnehmen. Denn eventuell vermute ich das sogar sehr stark, dass da dann, ja, das Ei zu finden sein wird. Und, ja, mal sehen. Oh, der Wind ist ja deutlich spürbar. Stimmt etwas nicht, Professor? Nehmen wir uns besser in Acht. Oh, was kommt denn jetzt? Uiuiui. Was war das denn gerade? Ein riesen Tornado war das. Interessant, und vor allen Dingen sind da, glaube ich, 2 Häuser eingestürzt. Ah, Put, was in aller Welt war das? Mich wundert nur, dass keine Häuser fortgeweht wurden. Wurden doch. Oder habe ich das eben nicht ganz mitbekommen? Sieh dich mal um, Luke. Ein wenig wurden die Häuser schon beschädigt, ja, sag ich doch. Mensch, Luke, du hast überhaupt keine Augen. Nimmt eigentlich. Ja, die Kamera nimmt hoffentlich alles vom Bild auf gerade. Ja, sieht ganz so aus. Gut. Die Hochzeitsgesellschaft hat sich dem Anschein nach von diesen Wirbelstürmen nicht im geringsten aus der Ruhe bringen lassen. Allein der Gedanke, eine Hochzeit abzuhalten, nachdem dem Dorf so ein Schicksal widerfahren ist. Erstaunlich. Allerdings, Professor, wir sollten herausfinden, wohin sie gehen. Sicher kann uns das hier jemand sagen. Ja, ihr seht doch schon, war das vorher auch so? Nee, die Beschädigung war vorher noch nicht so, meine ich. So, aber erstmal werden hier so oder so nach, noch nach Hinweismützen gesucht, das ist ja eh klar. Ich wusste, dass man hier wieder was abfressen kann, um da eine Hinweismütze zu finden. Ja, da ist sie. Hier auch? Nee. Wir legen hier überhaupt Sandwiches einfach so rauf. Ich weiß es nicht. So, natürlich muss hier auch einer sein, das war ja total angemessen gerade. Und der typische Schornstein natürlich. So, da war ich eh schon. Ist hier vielleicht noch eine? Man weiß es nicht. So, ach ja, es ist total schön hier, finde ich. Nee, da war ich ja eh schon. Ist, glaube ich, auch egal, ne? Ah, hier ist sie, alles klar. Gut, dann fragen wir mal den guten Typen hier, der tatsächlich auch noch ein Rätsel für uns hat. Entschuldige bitte, die Braut, die gerade eben dort oben vorbeigeführt wurde, weißt du, wohin sie mit ihr gegangen sind? Irgendwie sieht das Schaf komisch aus, naja. Braut? Du meinst wohl Romy, eh? Das nehme ich an. Ich hätte gehofft, einige Fotografien von der Hochzeit machen zu können. Du willst also Romy fotografieren, aber nicht mich? Löse erstmal dieses Rätsel, bevor du weiter so unhöflich bist. Na gut, dann machen wir das. Machen wir das, meine ich. So. Rätsel Nummer 73. Schäfchen zählen. 40 Grad. Ich hoffe, ich werde nicht müde. Ein Schäfer hat eine Herde von ungefähr 400 Schafen. Als er eines Tages wissen will, wie viele Tiere es genau sind, zählt er sie mehrfach durch, und zwar in Gruppen. Nachdem er alle Schafe in 3er Gruppen gezählt hatte, blieb eines übrig. Nachdem er alle Schafe in 4er Gruppen gezählt hatte, bleiben noch 2 übrig. Nachdem er alle in 5ern gezählt hatte, hatte er 4 übrig. Und nachdem er alle in 7er Gruppen gezählt hatte, hatte er noch 2 übrig. Wie viele Schafe hat der Schäfer genau? Vor allem ist das Schlimme, dass wir hier unten sogar eine dreistellige Zahl möglich haben. Das finde ich ganz oben ganz nett gemacht, eigentlich. Unten kann man nur die Zahl eingeben, deswegen bleibe ich im oberen Bildschirm bei dem Text. Ich muss nämlich währenddessen mal kurz unten die Notiz anmachen. Denn wir müssen jetzt rechnen. Ein Schäfer hat eine Herde von ungefähr 400 Schafen. Ja, dann sind es auf jeden Fall
Es ist auf jeden Fall eine dreistellige Zahl. Als eines Tages wissen will, wie viele Tiere es genau sind, zählt er die mehrfach durch. Und zwar in Gruppen. Okay. Mathematische Schafe in drei. Also die Zahl seiner Schafe, also die Anzahl seiner Schafe, ist schon mal nicht durch 3 teilbar, nicht durch 4, nicht durch 5 und auch nicht durch 7. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dreiergruppen hat er gemacht, Vierergruppen. Alles klar, er hatte Vierergruppen und es blieben noch 2 übrig. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal eine gerade Anzahl, das wissen wir schon mal. Ja, 4 Gruppen, es blieben 2 übrig, muss eine gerade Zahl sein. Nachdem er alle in 5ern gezählt hatte, hatte er 4 übrig. Das heißt, die Zahl endet entweder auf 4 oder auf 9. Das wissen wir schon mal. Kann man daraus schließen, wenn man sagt, wenn es in 5er-Gruppen sind, dann bleiben. Ja, wie gesagt, dann sind es entweder 5 oder 10 oder immer so weiter. Auf jeden Fall endet die Zahl immer auf 5. Und wenn dann 4 übrig bleiben, muss man weiterzählen. Dann hat man 4 oder 9 eben raus. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, woraus kann man das denn noch gut ableiten? Wir wissen schon mal 4 oder 9. Und da. Ja, das ist natürlich schwierig. Kann man sagen, das ist wirklich nicht 4? Wegen 4er-Gruppen und 2 übrig bleiben? Nee, das kann man nicht sagen. Das ist natürlich schwierig. Ungefähr 400. Das muss natürlich am Ende auch stimmen. Okay, die letzte Zahl ist entweder 4 oder 9. Das wissen wir. Okay. Und wir konnten schon mal sagen, das ist eine. Was können wir sagen? Stopp, dann muss es ja eine gerade Anzahl sein, ne? Doch, dann können wir schon mal sagen, dass die letzte Zahl eine 4 ist. Gut. Alles klar. Er hat ja gesagt, nachdem er alle Schafe in 4er-Gruppen gezählt hat, bleiben noch 2 übrig. Das heißt, die 9 können wir streichen. Das geht einem auf jeden Fall nicht. Dann ist die letzte Zahl auf jeden Fall eine 4. Das kann ich schon mal unten eingeben. So, 4. So. Muss ich natürlich aufpassen, dass trotzdem die Schafe nicht trotzdem nicht durch 4 teilbar sind. Obwohl sie auf 4 endet. Das ist schon mal wichtig. 404 sind es schon mal nicht. Das kann ich schon mal sagen. Vielleicht 394 oder so. Nehmen wir an, es sind wirklich 394. Dann, ich gehe das mal ganz kurz durch. Nachdem man alle Schafe in 3 Gruppen gezählt hat, blieb eines übrig. 394, 300 passt, 900 passt. Ja, das würde passen so, ja? Weil 390 ist durch 3 teilbar. Also 393 sogar. Und dann würde sogar eins übrig bleiben. Nachdem er alle Schafe in 4 Gruppen gezählt hat, blieben noch 2 übrig. Das könnte hinhauen. 400? Nee, wartet mal. Doch. 400 weniger 4 sind 396, nochmal weniger 4 sind 392 und 2 bleiben über sind 394, wie ich ja sagte. 5er bleiben noch 4 übrig, passt. Und jetzt noch die 7er Gruppen. Ich gebe mal kurz die Zahl ein, 394, ja, 394 meine ich. So, 3 bitte. 394. So. Wenn das jetzt auch noch mit den 7 Gruppen hinkommt, dann ist es gut. Dann bleiben nämlich noch 2 übrig. Das heißt, 392 muss durch 7 teilbar sein. Dann ist alles wunderbar. 350 ist ein Vierfaches von 7. 57. Warte mal, wenn es 350 sind, kann man noch 35 auf jeden Fall dazu zählen. Das ist schon mal 85. Ja, noch eine 7 sind 92 und 2 bleiben übrig sind 394. 394 ist die richtige Antwort. Und jetzt alle mal aufgepasst. Jo, durch einfaches Rechnen. Los, das nächste. Das wäre geklärt. So, wollkorrekt. Haha, wieder Wortspiel. Der Schäfersherde zählt genau 394 Tiere. 6 Stück noch, dann hätte er 400. Ja, ein bisschen gerechnet und dann hat das Rätsel tatsächlich, ja, gar nicht so schwer ausgesehen. So, wir haben ein Rätsel gelöst. Sag uns jetzt bitte, wo die Hochzeitsfeier stattfindet. Sag's uns jetzt, ne? Frage war das. Die Hochzeit wird im Schrein auf dem Hügel dort abgehalten. Dorthin wird Romy geführt. Ich verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe sie wieder auch Romy, also englisch ausgesprochen.
Ich werde nach der Hochzeit hierher zurückkommen und einige Fotos schießen. Das Dorf ist wirklich entzückend. Wenn der Tornado nicht wäre. Wenn es dir hier so gut, so sehr gefällt, kannst du auch, ja, auch heiraten. So wie Romy, ja? Dann würdest du immer zum Dorf gehören. Wenn eine so schöne Dame bei uns bleiben könnte, würde das Klima im Dorf sicher verbessern. Nun ja, danke. Falls das ein Kompliment war. Bitteschön, Dame. Bis später. Kann das Schaf so bescheuert guckt, werde ich es auch einfach mal bescheuert sprechen. Und die ist übrigens Dörte. Alles klar. Sie haben die Braut also zum Schrein geführt. Ist alles in Ordnung, Professor Lockler? Ja, natürlich. Ich habe mich gerade nur gefragt, wo wohl der Bräutigam ist. Nun, wahrscheinlich wartet er dort auf Sie. So wird das üblicherweise gehandhabt, nicht wahr? Naja, ne? Achso, da oben auf dem Schrein. Jetzt können wir mal kurz da hochgucken. Das dort oben muss der Schrein sein. Gehen wir hinauf und finden es heraus. Ja, alles klar, ne? Bildschirm ist immer noch gerade und es wird auch alles aufgenommen soweit. Sehr schön. Ich habe immer noch die ganz gleiche Kameraeinstellung wie eben, als ich ein DS-Spiel aufgenommen habe. Kein 3DS-Spiel, ist natürlich was anderes. So. Das ist echt schön gemacht. Vor allen Dingen mit dem Wind. Das ist also der Schrein. So. Mir scheint, wir sind noch vor Beginn der Hochzeitszeremonie eingetroffen. Etwas stimmt hier aber nicht. Dort drüben scheint es einen kleinen Aufruhr zu geben. Ich bitte euch, Drachenhüter, hört mich an. Meister Alois, seht nur meine Gram. Des Tores Pforten schwer und gnadenlos. Haltet ein, denn dieser Albtraum foltert mich. Mit meiner Treu, er verzerrt schon meine Seele. Warum muss Romy solchen Schmerz sich stellen? Warum nur muss sie treten durch dieses Tor? Ich bitte euch, Drachenhüter, schließt die Pforten. Erspart der holden Romy dieses Los. Und da ist sie ja. Julian, würdest du bitte damit aufhören? O tapfere Romy, so sehr du darauf beharrst, kann dies dein Wunsch und Wille doch nicht sein. Hör mir jetzt bitte zu. Ich bin glücklich. Ich will die Braut des Drachenfürsten sein. Ich bin glücklich. Verstehst du? Nun, das war's dann wohl. Leb wohl, Julian. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, eines Tages wirst auch du wieder glücklich sein. Da bin ich mir ganz sicher. Oh, holde Romy, das kann das denn... Werte Anwesende, wir haben uns heute hier versammelt, um der Vermählung von Romy und dem Drachenfürsten beizuwohnen. Eine Vermählung, die Huklen sanfte Winde bescheren wird. Kommt, ihr Lindenlüfte, und streichelt unser Dorf. Nun ist es an der Zeit, die Vermählung zu besiegeln. Schließt das Tor des Schreins. Okay. Interessant, wie das hier abgehalten wird. So. Oh, nicht doch. Warum habt ihr das getan? Die Hochzeitszeremonie ist abgeschlossen. Du kannst bitten und jammern, so viel du willst, mein Junge. Es wird nichts ändern. Romy ist jetzt mit dem Drachenfürsten vermählt. Romy. Holde treue, teure Romy. Diese Jugend von heute. Was ist hier nur los? Anscheinend ist die Hochzeitszeremonie jetzt zu Ende. Es ist wirklich zu schade, dass du keine Hochzeitsfotos machen konntest, nachdem wir der Braut hier heraufgefolgt sind. Aurora, was wir gerade gesehen haben, war keine Hochzeit. Oh. Mir scheint, da ist etwas faul im Dorfe Hookland. Komm, sprechen wir mit dem Mann in dem blauen Gewand. Vielleicht kann er uns sagen, was hier vor sich geht. Alles klar, sprich mir den Dorfbewohner an. Gut. Ich glaube aber, meine Lieben, ich suche kurz nach Hinweismünzen und dann machen wir das eher erst im nächsten Part, denn so viel Zeit hat dieser Part auch nicht mehr. Ich habe gleich auf Anhieb alle drei gefunden, alle drei Hinweismünzen, das ist auch schön. Interessant, wie das gerade abgehalten worden ist. Dieser Julian oder Julian, ich kann ihn auch Julian nennen, falls es wirklich hier englisch ausgesprochen werden soll, weil Huklen klingt auch sehr englisch. Alois und Romy, dann nenne ich ihn in Zukunft lieber Julian, macht mehr Sinn. Also das ist dann somit schon mal geklärt. Und ich würde sagen, was denn hier tatsächlich passiert ist, was natürlich keine Hochzeit war, denn das sah mir nicht so aus, sehen wir im nächsten Part, wenn wir Alois ansprechen, und dann bin ich gespannt, was er zu sagen hat. Bis dann und auf Wiedersehen.